Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Trashies. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den neuesten Trash-News. Wir sprechen heute natürlich über Promi Big Brother, nämlich das, was gestern passiert ist. Ich habe es euch ein bisschen zusammengefasst, muss aber dazu sagen, so viel ist gestern eigentlich gar nicht passiert. Meiner Meinung nach, gestern war wirklich einer seit längerer Zeit wieder sehr ruhigen Folge. Dennoch ein paar Punkte habe ich, die wir besprechen können. Trotzdem muss ich euch ganz ehrlich sagen, gerade bei dem Thema Peter, Iris, Yvonne, ich habe da so gar keinen Nerv mehr für. Was ich hier gestern schon wieder auf meinem Kanal erlebt habe, was für ein Fangebeiße hier stattfindet, das ist ungeheuerlich. Keiner der Beteiligten war dabei, ja. Und dennoch hat man hier wirklich so eine schlechte Stimmung in die Kommentare getragen von vielen, auch von welchen, die sonst immer echt lieb und nett kommentieren, äußern sich wie Schlotze in den Kommentaren. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich finde das so schlimm für unsere eigene Community, weil eigentlich ist ja jeder hier auf dem Kanal, weil man gerne den Katzenreporter sieht, gerne die Berichterstattung sieht, aber hier Community-Mitglieder anzugreifen, weil sie Team Iris oder Team Peter sind, ich finde das sowas von daneben. Und ich kann nur noch mal immer ganz klar hier sagen, auf meinem Kanal hat jeder einen Platz, sowohl die Iris-Fans als auch die Peter-Fans, auch die Yvonne-Fans. Und ich möchte nicht, dass hier dieses Fangebeiße stattfindet. Das können diejenigen machen auf anderen Kanälen, das können diejenigen machen auf irgendwelchen Instagram-Seiten, aber hier auf meinem Kanal ist das einfach nicht gewünscht und meine Moderatoren und ich, wir werden dagegen auch weiter vorgehen. Wem das nicht passt, der braucht diesen Kanal nicht schauen. So einfach ist das und entsprechend sind gestern auch viele Kommentare gelöscht worden, die Hetze, Beleidigungen und üble Nachrede enthalten. Das nochmal ganz, ganz klar dazu. Es gibt hier auf meinem Kanal die Regel, wir haben hier einen guten Ton und daran muss sich hier jeder halten. Wer sich daran nicht hält, der ist hier falsch. Okay, das war mir nochmal ganz, ganz wichtig zu sagen, weil das gestern wirklich abgrundtief, bodenlos, ekelhaft war. Also wirklich, gestern hatte ich keinen Spaß gehabt, in die Kommentare zu gucken, weil es sind immer wieder Namen gewesen, wo ich mir wirklich nur mit dem Kopf geschüttelt habe. Es ist wirklich unmöglich gewesen. Gut, was ist gestern passiert? Promi Big Brother war gestern, das muss man dazu sagen, ein bisschen langweiliger. Eigentlich hat sich alles um die Nominierung gedreht. Was mich ein bisschen aktuell stört an der Show, und das ist eine Kritik, ist, dass der Showablauf irgendwie immer derselbe ist. Es ist immer, die Bewohner sitzen zusammen, wachen halb aus dem Koma auf, ja, dann muss einer einkaufen gehen, dann ist ein Spiel. Es ist immer so das gleiche Prinzip. Das hat für den Zuschauer nicht so viel Abwechslung. Aber wenn man jetzt das mit dem Dschungelcamp vergleicht, hat ja auch das Dschungelcamp immer den gleichen Handlungsverlauf. Deswegen, ich finde es einfach nur ein bisschen langweiliger, ja. Wir haben als erstes eine Szene gesehen, wo Matthias über Manu gelästert hat. Er wirft ihr so ein bisschen Schmierentheater vor, weil sie sich so ein bisschen anbiedert, jetzt auch mit Jürgen da zu dem Zeitpunkt, wo er noch da war. Und auch Paulina hat hier mit Matthias über Manu gelästert. Und das war so für mich so ein bisschen, wo ich dachte, gerade Manu, ja, die ist vielleicht ein bisschen eigen, aber die hat sich so ins Zeug gelegt, allen hier irgendwie im Bewohner, im Container etwas Gutes zu tun, sei es gekocht, sei es geputzt, sei es gefegt. Manu sehe ich extrem oft irgendwie am Machen. Und da habe ich diese Lästerattacke nicht verstanden. Wenn man das jetzt mal ganz einfach runterrechnet, könnte man sagen, weil Matthias bzw. Paulina ein Problem mit Jürgen haben und Jürgen viel Zeit mit Manu verbringt, ist halt Manu aktuell mit angezählt. So habe ich das übersetzt, fand ich aber überhaupt gar nicht korrekt. Ansonsten hatten die Bewohner eine Challenge bekommen. Wenn sie ihre Matratzen für 24 Stunden abgeben, würde jeder ein Stück Pizza bekommen. Und hier waren einige relativ schnell dabei und haben gesagt, yo, machen wir. Das war Iris, das war die Lara, das war Matthias. Peter hat hier ein klares Nein geäußert. Er hat gesagt, er möchte das nicht. Für ihn ist Schlaf wichtiger als ein kleines Stück Pizza. Aber auch hier wieder Jürgen. Und das habe ich gestern auch in den Kommentaren gelesen. Ja, das ist eine Cancel-Kultur hier gegen Jürgen. Nee, ist es nicht, weil Jürgen hat sich auch hier nach meiner Auffassung wieder falsch verhalten. Jürgen hat hier ganz klar erstmal nur von sich gesprochen, ganz klar Nein gesagt und hat gar nicht zugelassen, über das Thema groß zu diskutieren und hat quasi sein Nein über andere Neins und Ja's
abgeordnet oder geordnet. So hatte ich den Eindruck aufgrund seines Verhaltens. Ja. Da hat er ganz klar sich positioniert und letztendlich, obwohl doch die Mehrheit die Matratzen abgegeben hätte, haben sie es nicht gemacht, weil einfach auch hier zum Beispiel auch Manuela kann nicht auf dem Rücken schlafen aufgrund ihrer OP am Magen, dass es denn nicht gemacht wurde. Und ich habe mir noch aufgeschrieben, Jürgen Vekto eingelegt, extrem unsympathisch, Zitat, ich gebe mein Bett nicht her für nichts. So, das war so das, was ich mir aufgeschrieben hatte. Eigentlich schade, man hätte es ja auch einfach ruhiger in der Gruppe diskutieren können, um dann auch zu dem gleichen Ergebnis zu kommen. Aber hier gleich im Rumzufronten finde ich nicht richtig. Hier habe ich auch das Sprichwort Fronten aufgeschrieben, denn Paulina hat hier gegen Manu gefrontet und sie hat gesagt, sie gibt nicht alles fürs Team und ist immer so ein bisschen abseits und anti gegen alles. Und da habe ich mich dann echt ein bisschen gewundert, dass Paulina diese Wahrnehmung gegen Manu hat, weil die habe ich halt gar nicht. Man hat aber später dann auch gemerkt, dass Paulina wahnsinnig gekränkt war von Manu. Das aber auch Grund dessen, dass Manu sich mit Paulina aktuell nicht so viel beschäftigt. Und dann haben die sich ausgesprochen, haben sich umarmt und dann war auch gut. Ich glaube, dass Paulina diesen Front gegen Manu eigentlich nur hatte, weil sie enttäuscht war. So ist meine Auffassung. Das ist natürlich ein bisschen schade. Aber, was soll ich euch sagen? Hätte man einfach auch schneller klären können. Dann geht es in die Bestrafung. Es gibt über 30 Regelverstöße bei den Bewohnern. Da waren einige Sachen dabei, wie am Tag nicht schlafen, Mikrofon nicht tragen. Das waren so Kleinigkeiten, die bestraft wurden. Das mit dem Mikrofon tragen, da bin ich ganz bei Big Brother. Das ist eine Sendung, da muss man natürlich die Ausrüstung tragen. Aber was ich hier auch schon wieder nicht gut finde, ist die Bestrafung der Bewohner, weil sie einschlafen am Tag. Jo, es gibt quasi einen Arbeitsvertrag, es gibt einen Sendebereich, wo man nicht schlafen darf. Ich gehe mal auf die entsprechende Szene. Das ist alles richtig, aber man darf halt auch nicht diese Extrembedingungen vergessen, dass die Bewohner wirklich zum Teil, hier sehen wir im Übrigen die Szene, wo sie die Matratzen abgeben mussten, nun doch wegen der Bestrafung, das erzähle ich euch gleich. Ich kann es allerdings nicht verstehen. Ihr müsst es euch so vorstellen, die Shows gehen bis 0.30 Uhr zum Teil oder auch länger. Ich glaube, das längste war 0.50 Uhr. Dann dürfen die Bewohner ja nicht ins Bett. Die Bewohner müssen wach bleiben für die Interviews danach. Die werden ja immer nach dieser Schalte gedreht. Und erst dann kommen die ins Bett ganz, ganz früh am Morgen. Und dann geht ja schon wieder, ich glaube, ab 9 oder 10 der Wecker wieder los. Die bekommen hier nicht viel Schlaf. Und das ist der Grund, warum die der Reihe nach wegknicken. Und weil sie einfach keine Energie haben. Die haben ja nur ihre Haferflocken, sonst haben die ja keine Ernährung. Und das ist der Grund, warum die Bewohner halt einschlafen. Und da muss ich halt sagen, das als Regelverstoß zu ahnden. Ja, für einen Zuschauer ist es langweilig. Ich erinnere mich gestern Abend, ich habe so, ich glaube, gegen 18 Uhr mal eingeschaltet. Da lagen die unter den Tischen schlafend in diesem lauten Musikgemeinschaftsraum. Also habe ich mir einen Moment angeguckt und habe mir dann wirklich die Frage gestellt, was machen die da, die Armen, ja? Nun gut, auf jeden Fall hat Big Brother denn dann die Bewohner doch bestraft und hat denen insgesamt 6 Matratzen weggenommen. Hier haben sich einige sofort selbst zu Wort gemeldet und gesagt, jo, wir geben unsere Matratze ab. Das waren die Lara, Marco, Dominik, Paulina, Jillis, Matthias. Und die 6 haben ihre Matratzen abgegeben. Ich meine aber auch Iris, aber das würde jetzt nicht von der Anzahl her passen. Das habt ihr vielleicht besser mitbekommen als ich. Und dann kam auch die besagte Szene, dass Paulina sich mit Manu ausgesprochen hat. Wo haben wir es? Genau hier. Die haben sich dann ausgesprochen, haben sich umarmt und das war auch aus meiner Sicht völlig in Ordnung. Fand ich gut von Paulina, dass sie sich da auch geöffnet hat, dass sie halt nicht hinter dem Rücken weiter gelästert hat, sondern dass sie einfach gesagt hat, hey du, ich mag dich als Mensch extrem. Irgendwie geht es mir nah, wenn wir miteinander ein Problem haben. War ein schöner Moment von Paulina, war auch ein schöner Moment von Manu, dass sie gleich gesagt hat, hey, nee, wieso, ist doch alles gut, komm her, lass dich drücken. Und dann war das in Ordnung. Dann gab es nochmal eine kurze Situation, wo sich nochmal Jürgen und Paulina ausgesprochen haben und da war ich in dem Moment von Dilara so ein bisschen genervt, weil Dilara eigentlich in diese Aussprache reingeplatzt ist und dann das gleiche gemacht hat wie mit Patricia am Anfang der Sendung. Sie hat dann Jürgen Vorwürfe gemacht. Vor versammelter Mannschaft. Das ist das Erste. Wenn ich ein Problem mit jemand habe, kläre ich es draußen. Bei Paulina und Jürgen muss man einfach sagen, sie saßen separiert auf dem Sofa. Die anderen Bewohner waren zwar in der Nähe, aber sie haben es untereinander geklärt. Und dann aber Jürgen vor versammelter Mannschaft wieder rund zu machen, das war von Dilara wieder so ein Moment, wo ich gesagt habe, finde ich nicht in der Gruppendynamik passend.
Das hatte ich mir noch aufgeschrieben. Ja, und dann gab es noch einen Schwenker zu Iris. Iris hat halt sich mit Dilara unterhalten. Das war so ein bisschen bei der Nachtwache ein bisschen Getratsche, würde ich mal sagen. Und Iris hat aber auch hier gesagt, in ihrem Leben hatte sie drei große Schicksalsschläge. Einmal, als sie mit 22 Jahren mit zwei Kindern im Frauenhaus war. Dann, als der Vater von Jenny Frankhauser verstorben ist. Und zu guter Letzt die Trennung von Peter. Da war halt wieder dieses ganze Yvonne-Wölke-Thema im Spiel und das hat Iris hier auch wieder ein bisschen erzählt. Und da gab es im Übrigen auch in der Vergangenheit in den 24-7-Streams, weil wir hier gestern auch die Diskussion auf meinem Kanal hatten, dass Iris ja nicht lästern würde und man beobachtet ja die komplette 24-7. Das ist halt das, was ich meine, dieses Fangebeiße. Nur weil ich von Iris spreche und sage, dass sie in den 24-7-Streams gelästert hat und ich das gesehen habe, sie dann hier aufs Blut zu verteidigen und sagen, dass sie nicht gelästert hat, das ist halt so, ja, mag ja sein, dass du das nicht gehört hast, aber es ist ja passiert, ich habe es ja gesehen. Und das ist halt so dieses Anstrengende, dieses Verteidigen. Hier wird ja niemand angegriffen. Hier wird einfach nur aufgezählt, was passiert. Und genauso wie ich sage, Iris hat gelästert, kann ich auch sagen, habe ich, keine Ahnung, Dilara lästern gehört. Oder wie ich heute auch schon gesagt habe, wie ich Paulina habe lästern gehört. Aber irgendwie scheinen bei manchen Leuten eine Sicherung rauszuknicken, wenn man etwas kritisiert von Peter, Iris oder Yvonne. Das ist wirklich unglaublich einfach, ja. Dann ging es noch so ein bisschen weiter zum ganzen Thema Containerchef. Und hier war ein schöner Moment, denn Matthias war ja Containerchef und Tatsache wurde Matthias noch einmal, ein zweites Mal gewählt. Ich würde mir persönlich in so einem Teamgefüge einfach wirklich diesen Posten des Teamchefs jeden Tag neu wechseln und nicht mehrere Tage einer Person das geben. Aber Matthias hat das gut gemacht. Also Matthias hat für mich eine interessante Entwicklung im Container aktuell von einer kleinen Kratzbürste zum großen Duschschwamm, ja, wo er gar nicht mehr so kratzig ist. Er nimmt viel auf und sagt auch mal was, wenn ihn was stört. Und es gab auch schon ein paar Momente, wo er ein bisschen ausgeflippt ist, ja. Aber er hat auch schöne Momente. Die schönen Momente sind, wie ihr seht, eigentlich mehr mit Marco. Ja, ich weiß nicht, ob die beiden hier sich einander gefunden haben und sich einfach wirklich sehr, sehr mögen. Das ist doch was Schönes. Aber auf jeden Fall durfte Matthias doch mal eine Runde Teamchef sein. Und dann ging es auch schon weiter zum Spiel. Da ist angetreten Marco und Jillis und da muss ich euch ehrlich sagen, da habe ich, ja, da ist mir ein bisschen unangenehm, aber ich muss es euch trotzdem sagen, da bin ich dann kurz eingenickt. Das Spiel selbst habe ich nicht gesehen, es ist wirklich mir peinlich, ich bin einfach wie so ein, einfach weg gewesen. Ich konnte mich nicht mehr halten, ja. Wie das Spiel ausgegangen ist, weiß ich aber trotzdem, weil ich dann wieder wach war, nämlich sie haben verloren. Vielleicht möchte jemand das Spiel hier zusammenfassen, was da passiert ist. Das ist mir noch nie passiert, ja, aber Freunde, ich habe aktuell wirklich, ich müsst euch das so vorstellen, ja. Ich stehe morgens um 5 auf, drehe die Videos für euch und gehe aber auch um 0 Uhr, 1 Uhr ins Bett. Und da sind dann seit einiger Zeit wirklich nicht sehr viele Stunden Schlaf. Da bin ich halt kurz eingeschlafen. Entsprechend kann ich euch sagen, sie haben das Spiel trotzdem verloren und dass die Einkäufe, die Iris eingesammelt hat, wieder zurückgegeben musste. Iris kauft gut ein. Ja, sie hat immer wirklich, glaube ich, zwei Packungen Prinzenrolle mit dabei. Also das wäre so, Iris könnte für mich gut einkaufen gehen. Da wären einige Sachen dabei, da wäre ich sehr, sehr glücklich. Dann ging es weiter. Nominierung, drei sind nominiert. Dominik, Ron und Iris. Und es ist tatsächlich so gewesen, dass Iris als erste gerettet war. Das war von den Zuschauer-Anruferzahlen aber auch zu erwarten. Dann gab es eine großes Bangen um Dominik und um Ron. Und Tatsache habe ich hier eigentlich vermutet, dass es Dominik treffen wird, aber Tatsache hat es Ron getroffen und somit musste Ron denn gestern ausziehen. Und dann gab es noch eine sehr lustige Szene, als Ron draußen war und von Marlene Lufen empfangen wurde. Ron hatte keine Ahnung, wie sie heißt, wer es ist. Sie hat ihm ein Bier gegeben, er hat sich bedankt, fragte aber nochmal ganz kurz, sag mal, wie heißt du gleich nochmal? Und hat dann den Biertornado noch einmal gezeigt und das war der große Abschied von Ron. Und ja, wir werden heute um 11 ausführlich über Ron sprechen. Wir sprechen ja immer um 11 über den Exit-Kandidaten. Da werde ich noch so ein paar Sätze und Meinungen zu Ron euch nennen und ein paar Eindrücke, die er geäußert hat. Ja, und dann war es mit Ron zu Ende. Und dann ist aber noch nicht ganz Big Brother zu Ende gewesen. Dann gab es nämlich noch einen Ruf vom großen Bruder zu Matthias, dem Teamchef, der einen Bewohner vor der Nominierung schützen konnte, also vor dem Exit am heutigen Tag. Und da hätte ich mir persönlich gewünscht, ich habe mir überlegt, wen würde ich jetzt nehmen. Und da Dominik ja nun wirklich gezittert hat und angezählt war, hätte ich Tatsache Dominik geschützt, einfach, dass er mal einen Tag eine Pause hat. Aber hier hat Matthias Marco geschützt.
Einfach aus dem Grund, weil Marco ja auch schon mal Matthias geschützt hat. Und das hätte nicht unbedingt sein müssen. Das kann ich euch auch sagen, warum. Weil eigentlich alle wissen, dass Marco mit am beliebtesten ist im draußen. Das wissen die Bewohner, weil Marco für viele Sachen immer gewählt wurde. Teamchef, Einkaufen hier. Er hat ein sehr gutes Standing, aber Matthias hat ihn trotzdem geschützt. Es war ein herzschöner Moment. Marco hat sich bedankt, hat ihn umarmt. Und alle waren glücklich miteinander. Und die Bewohner hatten, ob die jetzt damit ein Problem hatten oder mit der Entscheidung oder nicht, kann ich euch auch nicht sagen. Das Thema war aber erstmal durch, es war besprochen. Und dann endete auch schon die Promi Big Brother Folge. Wenn ich irgendwas verpasst habe, schreibt es mir bitte gerne in die Kommentare. Es kann natürlich sein, auch ich kann den 24-7 Stream nicht 24-7 überwachen. Das funktioniert gar nicht. Wie gesagt, das vergessen ja auch einige, dass ich das hier wirklich einfach aus Spaß an der Freude mache, ja. Ich habe einen ganz anderen Job, das mache ich wirklich nur aus Spaß, es ist sehr zeitintensiv, es nimmt mir sehr viel Zeit weg von meinem Tag, also morgens um 5 bis um 14 Uhr ist eigentlich wirklich so YouTube-Zeit und dann gehe ich meiner eigentlichen Aufgabenbereich nach und das dann relativ lange, ich möchte mich nicht beschweren, weil es ist ja meine Entscheidung, ne? Es macht mir Spaß, aber wie gesagt, gestern hatte ich so einen kleinen Hänger gehabt, erstmal hier aufgrund der Art, wie man miteinander umgegangen ist, ja, auch nach so vielen Monaten immer wieder war einfach ekelhaft, das zu lesen, das ist das eine und das andere Tatsache, dass ich einfach eingepennt bin, ja, also einen kleinen Ausschnitt habe ich da auf jeden Fall nicht mitbekommen, wenn ihr da was mitbekommen habt, schreibt es gerne in die Kommentare, meine Lieben. Ich werde mich jetzt verabschieden, habe heute wieder den Heizungsbauer im Haus, also ich habe heute auch wieder ein bisschen was zu tun, werde aber für euch um 11 ein weiteres Video haben, da geht es nämlich direkt um den Auszug von Ron und um 14 Uhr sehen wir uns auch wieder, also es lohnt sich, den Kanal zu abonnieren. Ich sage jetzt erstmal Tschüss, meine Lieben, bis nachher.